Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Mod-Vorstellung von mir. Heute will ich euch mal den Resogami Shelf Mod vorstellen. Und was bringt der Mod? Also der bringt ja vier neue Items ins Spiel. Das ist einmal ein Wooden Shelf, ein Stone Shelf, ein Brick Shelf und ein Obsidian Shelf. Was kann man damit machen? Also man kann ja eigentlich hoch, das dient auch zur Treppe. Aber der eigentliche Sinn ist daran, dass man mit Rechtsklick öffnen kann und Sachen platzieren kann, wie zum Beispiel Redstone, Diamant, Diamantspitzhacke, TNT. Ja, und das kann man halt verwenden, zum Beispiel für den Shop oder als Dekoration für zu Hause. Ja, das ist gleichzeitig eine Kiste und sieht auch, was alles in den Shelf gelagert wird. Also eigentlich ziemlich nützlich und ja. Das gleiche gibt es in Steinversion, Ziegelstein und Obsidian. Ja, mehr bringt es eigentlich nicht. Die Crafting-Rezept dazu ist einfach so ein kleines Dreieck in die Ecke, in der Ecke. Ja, und dann hat man schon. Ebenso wie mit Stein und Ziegelstein und Obsidianblöcke. Ja, jetzt zeige ich euch noch, wie man sich den Mod installiert. Bis gleich. So, kommen wir nun zur Installation. Also als allererstes gehen wir auf Minecraft Room, auf diese Seite. Also Resogamis Mods. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Dann scrollen wir runter. Und wir benötigen für den Shelf Mod den Mod Loader. Da gehen wir hier auf Download Direct. So, und während das schon mal downloadet, suchen wir uns schon mal den Shelf Mod. Der ist hier, auch auf dieser Seite, und gehen auch auf Download Direct. So, wenn wir das beides haben, minimieren wir das Internet und ziehen es auf den Desktop. Beide Dateien. So, jetzt müssten wir zwei Dateien haben. Einmal die Shelf Mod und den Mod Loader. Jetzt drücken wir die Windows- und R-Taste und geben hier bei diesem Ausführfenster Prozent AppData Prozent ein. Dann gehen wir anschließend auf OK. Gehen in den Punkt Minecraft Ordner. In die Bin. Dann sehen wir hier eine Minecraft Jar. Da machen wir Rechtsklick und öffnen es mit einem Entpackungsprogramm. Ich habe hier WinRAR. Es geht aber auch 7-Zip oder ähnliches. Ja, die meisten werden wir natürlich, glaube ich, Minra verwenden, glaube ich zumindest. So, dann öffnen wir hier schon mal den Modloader-Datei. Und nein, ich mini. So. Und kopieren alle Dateien, also ziehen alle Dateien in die Minecraft.jar. Das gleiche Spiel machen wir mit die Dateien von den Shelf-Ordner. Markieren alle und ziehen sie rüber in den Minecraft.jar. Ja, das war's schon mit der Installation. So schwer ist sie gar nicht. Also, ich empfehle euch nochmal den Mod. Der ist eigentlich ziemlich nützlich und praktisch. Ja, und das war's von meiner Seite aus. Viel Spaß mit dem Nachmachen. Ich sag ciao und bis denne.